Oh yeah. Frage 1, mal gucken. Wen will er wissen? Ach, na das ist ja leicht. Wer ist es? Fia, Mia, Lisa. Wenn ihr wollt. So, es ist Lisa, natürlich. Genau, Rino, hast richtig geraten. Wie gesagt, ich klicke wegen dem Delay, ne? Also, funktioniert leider wegen Zeit nicht. Nicht immer. Ja, unglaublich, ich habe vollstes Respekt vor deinem Schneid bei dem Wetter. Ich danke dafür. Wie gesagt, es wird ein kurzer Stream, da bin ich mir sicher. So, richtig. Frage Nummer 2. Achtung! Wer ist das? Lee, Lisa, Fia, Aiden? 1, 2, 3 oder 4? Ich glaube, Lee und Aiden, schon allein an der Silhouette können wir sie rausnehmen, ne? Genau, richtig, Rino. Alles gut. Gut gemacht. Frage Nummer 3. Wer ist das? Och, na das ist Oma. Die erkennen wir sofort. Aiden, Micha, Oma oder Mia? So. Genau, Rino, Aiden. Perfekt. Alle richtig. Schön ist, dass sie hier mal die Charaktere mit Perücke zeigen. Und normalerweise haben sie ja immer nur die genommen, die für, die ohne Perücke sind, ne? Und das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man nicht mehr weiß, wie die mies aussahen, bevor man sie designt hat. Okay. Starke Leistung. Mann, Sie haben heute wirklich eine super Leistung gebracht. Sie haben alles richtig gemacht, alles richtig erraten. Heute haben Sie den Jackpot geknackt. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Sie haben mich heute wirklich geschlagen, beziehungsweise du hast mich geschlagen. Der redet ja in der Du-Form. Also, du hast mich geschlagen und du kriegst deswegen ganze 5 HP-Bananen. Kein Geld, kein Gold. Tut mir leid. Und ich muss weg, um mir dann, nachdem du die Bananen ins Gasthaus geschickt hast, ich muss mir aber jetzt ein neues Quiz ausdenken. Deswegen, ich bin weg, ich bin raus, ich sehe dich später, mach's gut. Boah, wow. Dieser Quizmaster ist schon beeindruckend. Huiuiui, es geht auf jeden Fall weiter. So, Rino, du kriegst nochmal einen ganz großen Applaus von mir. Also ich klatsche nicht in die Hände, weil sonst das Mikrofon durchdreht. Aber Glückwunsch, du hast alle erraten. Tomaten, Tomaten, Tomaten sollten nicht fehlen im Garten. Und stolperst du über einen Spaten, wird auch dein Gesicht rot wie Tomaten. Dann musst du auf den Arzt warten, doch wenigstens hast du Tomaten. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder besorgt sein sollte. Wahrscheinlich beides. Ja, also wirklich. Mir fehlt übrigens noch unser vierter Mann, Frau Mi sozusagen, weil, na gut, wir haben Tulip, aber die wird ja nicht ewig bei uns bleiben. Also ich bin gespannt, wann sie uns, sie hat gute Laune, aber sowas von. Ich würde allerdings mal kurz drüber nachdenken wollen, sie ist eine Blume, ne? Gut, klasse Blume, aber hey, ich sag ja immer, sie ist eine Blume. Irgendwie ein Wesen des Waldes, der Natur. Und sie singt über Tomaten und über Leute, die über einen Spaten stolpern. Sowas wie, das ist richtig, wenn du stolperst. Ein bisschen schadenfroh, ne? Nicht, dass du die Tomate noch ausbuddelst oder sowas. Wichtiger ist, die Tomate wächst. Ja, so in der Richtung. Weil es ging nicht um Tomaten essen. Das findet Fia nicht gut. Pflanzen essen machen wir ja auch nicht. Wir essen immer unsere Gegner in dem Spiel. Also deswegen hat sie da nichts dagegen. Das klang gerade alles ein bisschen falsch. Okay, so, weiter geht's. Genau so in der Art könnte man es interpretieren. Ich weiß ja nicht, was so in dem Kopf von ihr vorgeht. Was ist denn hier los? Neue Technik? Blumenduft. Was macht sie? Blumenduft. Sie heilt. Das erste Mal heilt sie. Ich bin hin wie weg. Wie konnte denn sowas passieren? Sie kann heilen. Wie finden wir denn das? Aus Zufall. Aus Zufall finden wir das.
weil sie das nämlich das erste Mal von vielen Kämpfen jetzt gemacht hat. Boris meine ich. Hau rauf! Ich vermisse Micha, man merkt's. Das liegt an der Sonne heute. Ja, definitiv. Aber trotzdem, ich bin hin wie weg. Fia, Mensch, du wirst ja noch richtig nützlich. Allerdings nicht so nützlich wie Oma oder Lisa. Ich vermisse Lisa. Und zwar so richtig. Unsere verrückte Wissenschaftlerin, die alles konnte. Also, solange sie der Wissenschaft gedient hat. Oh ja. Wir müssen dringend unsere Leute befreien. Dringendst. Es geht nicht anders. Denn seien wir mal ehrlich, wer möchte nicht seine alten Compadres wieder dabei haben? Kaimax, moin moin! Lang nicht gelesen, willkommen im Stream. Ich hoffe, alles ist gut soweit und du fließt nicht weg wie wir alle hier. Also heute habe ich es nicht mit Namen. Vier, da steht definitiv vier. Hat ein Level up. Tau des Lebens gelernt, lässt einen gefallenen Freund aufstehen und Blumen riechen. Gleich mit Heilung. Geil. Mensch, langsam. Die Blume wird mir sympathisch, wenn sie dann auch noch die Fähigkeit nutzt. Seien wir doch mal ehrlich. Wenn sie die nutzt, dann wird sie mir sympathisch. Wir haben ein paar Grünploings. Wenn wir lang genug warten, werden die dann Gold? Die Blume hat nur nie Lust zu heilen. Ja. Sie ist zu nett. Sie freundet sich lieber mit den Gegnern an, als uns zu heilen. Was sagt das über ihren Charakter aus? So, Grünploing. Wir haben keine Zeit zu warten, dass die irgendwie golden werden oder eine andere Farbe annehmen. Also hauen wir mal weg. Ein Ploing. Noch 5 Gesichter. 5, meine lieben Freunde. Und dann haben wir einen Special-Gast mal wieder in der Leitung. Denke ich. Ja, mittlerweile auch ein paar Leute hier schreiben. Man glaubt es ja nicht. Und dafür bin ich euch dankbar, weil es macht mehr Spaß, wenn ihr im Chat aktiv seid. So. Aber wie ich vorhin auch schon sagte, jeder, der zusieht, ist willkommen, auch der im Log ist. Ich freue mich über jeden, der zusieht. Sie ist halt ein echt wildes Gewächs, sowas wie giftiger Ambrosia. Wir wissen noch nicht, was sie wirklich vorhat, oder? Also, mir wollte damals die Weltherrschaft. Aber was Fia will, keine Ahnung. Level up. Boris. Absichtlich mit 2 I's geschrieben. Kriegt noch mehr Erfahrung. Er schließt langsam auf. Oh ja. Ah. Die Welt überwuchern. Das ist gar nicht unrealistisch. Sie will die Menschen ausräuchern, ausrotten. Und nur die Pflanzen sollen überleben. Nee, Moment. Das war eine andere Figur. Die hieß irgendwie Poison, irgendwas mit Ivy und... Ich kann mich an eine Fledermaus erinnern in dem Franchise. Eine große. Gemeine. Knurrige. Ach, ich gehe mal hier wieder zu denen hier. Die sind knuffig, die sind lieb. Ne? Die spielen auch nicht mit Gadgets rum, die haben nur einen laufenden Panzer dabei. Die warnen sich jetzt. Ah, Rino, musstest du das jetzt so genau schreiben? Poison Ivy aus Batman, genau. Genau die meinte ich ja. Wobei, die war eigentlich auch nicht böse. Die hatte bloß andere Zielsetzung als die Menschheit. Das muss man mal ihr jetzt so unterstellen. Zumindest in dem... Ich überlege gerade, also in Batman Arkham City war sie definitiv drin, war sie in... Wie hieß denn der dritte Teil? Batman Arkham Knight, so hieß er. In Batman Arkham City weiß ich gar nicht, war sie da drin? Sie war ja in der Anstalt war sie drin, ne? In Arkham Asylum war sie auch drin. Aber in dem zweiten weiß ich es nicht.
So, flüchtige Bekannte. Ich habe die Batman-Reihe zwar gespielt, ist ja bei mir auf dem YouTube-Kanal auch drauf, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Zu lange her. Ach, das liebliche Stinkepferdchen. Ja, es wurde schon lange nicht mehr gestriegelt und der Stall wurde leider auch noch nicht aufgeräumt. Was ist denn hier los? Ich habe mich beschwert und schon will Mia hier irgendwas beim Pferd machen. Ah! Zeit für mein Abendessen. Bis später. Das Pferd fühlt sich wieder alleingelassen. Da bin ich wieder. Und ich habe dir einen Apfel mitgebracht. Aber hier wurde immer noch nicht ausgemistet. Muss so ein Stall nicht einmal pro Tag eigentlich ein bisschen ausgemistet werden? Also, mir ist so wie. Aber ich bin kein Pferdeexperte. Mit Pferden kenne ich mich leider nicht so richtig aus. So, Boris muss reinhauen. Komm. Ich gebe auch zu, Pferde sind mir persönlich immer ein bisschen unheimlich. Ich weiß, es heißt, die wollen ja im Prinzip nichts. Die sind nur neugierig und gucken dich deswegen an und stupsen dich an und sowas alles. Aber ich finde, sie sind einfach groß. Wenn man neben so einem Pferd steht, die sind schon relativ groß. So, ein Dämonenpiekser wurde gekauft. Wir rüsten ihn aus. Passt zwar zu unserem gelben Outfit nicht hundertprozentig, aber trotzdem, das sieht ganz gut aus. So, was macht das Roulette? Fledermauskostüm. Hatten wir das nicht gerade? Okay, machen wir einfach mal ein Fledermauskostümchen. Ja, kriegen wir's? Wir kriegen's. Ich bin begeistert. Okay, dann nehmen wir die Fledermaus. Ziehen Sie an. Jetzt kommt Batman auch in einer ähnlichen Farbe. Geilo. Ja, finde ich auch. Also, cool. Batman ist angekommen. Aber eigentlich hatte er immer rot. Wir können ihm kein Rot geben, weil es kein Rot gibt, weil das hier ist nicht rot. Das ist... Rino, du willst unbedingt. Na gut, also... Wenn du Schnickschnack-Schnuck willst, ich gehe darauf ein, du kriegst deinen Schnickschnack-Schnuck. Ihr könnt euch auch melden, wenn er sagt, ihr wollt auch spielen. Wir haben noch genug Spielscheine. Farbe, schwarz. Nehmen wir schwarz oder nehmen wir so ein bisschen bläulich zum Stab oder meinetwegen auch lila. Aber ich will ja eigentlich in dem Fall, weil es kein Rot gibt, er hatte bisher immer die rote Färbung, dass wir ihm dann schwarz geben. Okay, machen wir schwarz. Wir können es später ja noch umfärben und wahrscheinlich kriegt er wieder so bald wieder ein neues Kostümchen. Schwarz in Pink. So, nochmal spielen das hier nicht. Nein, schwarzes Pink sieht komisch aus. Pink hatten bei uns... Ne, Moment. Wir haben momentan keinen Pinken, ne? Pink hatte Lisa. Und Mia. Die hatten, glaube ich, Pink. Die beiden. Aber wir haben momentan keinen, der Pink hat. Weil Fia hat Grün und Boris hat, naja, Grau-Beige momentan. Mal gucken, was der kriegt. So, Schnick, Schnack, Schnuck. Also, wir sind bereit. Boris, der spielt jetzt für einen Spielschein. Schnicki, Schnacki, Schnucki. Schnuckelchen. Der Scambot. Ich blende mich auch hier unten in der Ecke mal kurz aus. Frage, bevor ich klicke auf. Seid ihr bereit? Ist der liebe Rino bereit, der heute mal wieder versuchen wird, diesen ganz gemeinen, fiesen, schummelnden Bot, Roboter, eins auszuwischen. Die Fragen der Fragen. Und noch keine Antwort. Okay, let's go. Jetzt geht's los. Gut, dann geht's los. So. Du hast aber auch immer ein Glück. Muss man jetzt sagen, von der Animation, die du da mal kriegst, du hast aber auch immer ein Glück. Und meistens wissen wir, dass das die ist, die... Der macht das jedes Mal, genau. Das ist aber auch immer die, die dann meistens zu Problemen führt. Papier. Zu Problemen führt. Weil wir dann nämlich in die zweite Runde gehen.
Wie jedes Mal. Ach, wie schön. Es ist jedes Mal spannend. Schere. Und Glückwunsch. Wir haben einen Sieger in der zweiten Runde. Wir haben gewonnen. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist dieselbe wie jedes Mal. Weiterspielen und verdoppeln. Oder lieber den Gewinn einsacken und gehen. Fragen über Fragen. Aber da ich Spannung liefern will, gehen wir erhöhen. Okay. Wir erhöhen. Na dann. Es geht los. Wie war das? Er macht es wirklich jedes Mal. Ach, es ist ja schön. Ist das schön. Ja, ich habe das Programm nicht manipuliert. Ich habe damit nichts zu tun. Also es ist sein Ernst, nicht meiner. Alles gut. Ist das schön. Gefällt mir. Papier. Ja. Schere. Gewonnen. So, ich habe die Frage heute noch nicht gestellt. Nochmal spielen. Ich meine, es gibt eine relativ große Chance, dass wir die Wiederholung der Wiederholung kriegen. Aber ich glaube, wie groß war die Chance, dass sich das wirklich 1:1 wiederholt? Sie muss klein gewesen sein, oder? Sehr klein. Okay, theoretisch 2000 Gold, wenn du willst, ansonsten, du weißt nicht, ob du weitermachen sollst. Also ich für meinen Teil würde aufhören. Definitiv. Aber ich lasse die Entscheidung vollkommen bei dir. Okay, aufhören. So, also nein. Kein guter Plan. Wir nehmen das Gold. Bedächtiger Typ natürlich. Ich sag mal so, man kommt nicht so leicht an 1000 Gold in dem Programm. Deswegen, ich danke dir für den Gewinn und gratuliere dir. Das war ein super Match. Das war richtig, richtig gut. Okay. Ein Pferdeausflug. Oh, den machen wir noch. Wir haben ein Pferdeausflugticket, meine Freunde. Das bedeutet, wir schicken die Blume mit dem Pferd jetzt auf den Ausflug. Ich bin gespannt, wo sie hinreiten. Aber sie mögen sich schon, während sie reiten. Cool. Zum Angeln. Mhm. Endlich. Guck mal, ich habe auch das gefangen, was du magst. Ich weiß zwar nicht, wo die herkommt, aber hast du Hunger? Natürlich hat das Pferd Hunger. Das Pferd hat immer Hunger. Und beide sind Bekannte geworden. Das bedeutet, sie kehren zurück. Kein neuer Angriffs... keine neue Angriffsfähigkeit. Aber wir haben eine Kloinkwurzel. Uiuiuiuiui. Muss ich mal ganz kurz gucken. Also er hier auf keinen Fall. Er ist eigentlich schon voll gefuttert. 19. Ah, ich würde es fast dem Boris geben wollen. Oder ihr. Bin mir gerade unschlüssig. Wir geben es mal ihr, weil sie ist ja die Heilerin dann. Und es war verschwendet. Verdammt. Also nicht richtig verschwendet, aber es hat ihr nicht hundertprozentig geschmeckt. Das ist ungünstig. Sagen wir es mal so, das ist ungünstig. Aber gut, es geht auf weite Flur gleich weiter. Und Yasibi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich danke für den Follow und herzlich willkommen im Stream. So, ich glaube, wir können zwar zu ihr, aber ich glaube, da passiert nichts.
Wir haben schon alle Amiibos eingescannt, aber nochmal ganz kurz. So sieht ein Amiibo-Fan aus. In einem Yoshi-Kostüm. In Gelb. So. So, sie wird immer mehr zur Expertin, da ja alle Expeditionen anstrengend sind. Yassi geht auch. Okay. Ich hoffe, ich merke es mir. Willkommen. Wie gesagt, willkommen und nochmal danke für den Follow. So, ich denke, ich kann mit ihr nichts machen, weil wir haben ja schon alle Amiibos eingescannt und ich zeig's nochmal, was passiert, wenn man dann eins nimmt, was man schon eingescannt hat. Und ich bin hier schon einmal durch. Wenn man das macht, macht's bling. Eine Bayonetta, ich weiß nicht, ob man sie gerade gesehen hat. Steht hier immer neben mir, deswegen ganz einfach zu nehmen. Und so, da steht's. Haben wir schon eingescannt, deswegen, man kann jedes Amiibo im Spiel nur einmal einscannen. Also, ja. Sie taucht öfters auf in jedem Level. Im Prinzip steht sie einmal rum, aber man kriegt leider nichts Neues. Ich hätte mir gewünscht, dass man zumindest irgendwie nochmal ein Ausflugticket oder sowas, oder meinetwegen auch 10 Gold, einfach symbolisch irgendwas kriegt pro Karte oder sowas. Na, es wäre ganz nett, aber andersrum, ich schwimme ja noch in Spieltickets. Diese Spieltickets da, wir haben ja noch 26 waren es, glaube ich, gerade. Ich habe durch die Amiibos noch ein paar. So, wir hätten eine Höhle. Denkt ihr, wir sind bereit, dort reinzugehen? Oder glaubt ihr, dass das keine gute Idee ist? Also ich weiß es nicht. Ich bin ein wenig zwiegespalten. Es könnte gut gehen. Ah, habe das Spiel auch, aber bin noch nicht so weit, bin erst beim ersten Schloss vorbei. Also praktisch die Karte mit der Stadt anfangs, die meinst du sicherlich. Das hier ist die dritte Karte, so möchte ich es mal sagen. Nach der, wo du gerade bist, kommt noch eine zweite und dann kommt diese hier. Das Elfenreich ist sozusagen die dritte Welt, die man dann bereist. Und genieße es. Es ist so ein schönes Spiel. Ich muss sagen, es ist so ein schönes Spiel. Es ist so schön knuffig. Es macht wahnsinnig Spaß, das zu spielen. Ah, du bist bei der zweiten. Okay, also in der Wüste. Okay, ja. In nebenan. So hieß es, glaube ich. In nebenan bist du. Und wie gesagt, das hier ist dann das Elfenreich, das kommt danach. Ich versuche mal jetzt mein Glück. Aber genieße es. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Und es lebt davon, eigene Mies zu erstellen, ein bisschen auch sich selbst zu entfalten, sich vielleicht zu überlegen, was habe ich da für ein Mii, was soll er sein, wie interpretiere ich ihn. Also bei mir ist es so, irgendwie haben die alle ihre eigenen Persönlichkeiten. So ein bisschen, ja. Zumindest in meiner Vorstellung. Wo bin ich denn hier? Sieht nett aus. In der Zitrushöhle. Ja gut, dann wird's jetzt zitronig. Aber wir sind gut gelaunt, obwohl das hier alles ziemlich sauer aussieht. Wir sind gut gelaunt. Hoffe ich. Marina ist in dieser Höhle. Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Feenpower und so. Das muss man nicht erklären. Das ist so. Na los, nicht rumstehen. Retten wir sie. In Ordnung. Geh voran. Ja, wie beim 3DS, nur da habe ich nicht gespielt, weil meine Mutter es meinem Bruder gegeben hat und der nach Österreich in Österreich wohnt und konnte es dort nie spielen. Ich habe es auf dem 3DS nie gespielt. Ja, also bei mir, das ist hier wirklich mein erster Durchgang direkt auf der Switch und ehrlich gesagt, ich bin auch ganz froh, dass es auf der Switch ist. Ich glaube, mit runtergeriegelter Grafik, der 3DS ist ja so ein bisschen weniger scharf, Kantenglättung und so weiter, ne? Ich glaube, da geht viel Flair verloren. Ich denke, das hier ist irgendwie spaßiger. Auch wenn eine Teufelsspinne gerade im Bild hängt.
Pfui Spinne, sage ich dazu nur. Findest du auch. Also wie gesagt, ich finde das irgendwie ganz knuffig. Und was mir auch gefällt, das ist in der 3DS-Version ja nicht. Ah ja, ja, die machen aber hier Schaden. Dass man die Mies nochmal nachdesignen kann. Also hier die Frisuren, ne? Die Frisuren und der Glanz in den Augen und so weiter. Also sie hier ist ja komplett umdesignt worden. Die sah ursprünglich als Mii ganz anders aus. Und deswegen, irgendwie wirkt das daher dann noch knuffiger als vorher. Oh ja. Und das Pferd ist auch geil. Ich hätte nie geglaubt, dass das Pferd irgendwie witzig ist. Aber unser Pferd, was ja auch den kreativen Namen Pferd bekommen hat, ich will's nicht mehr missen. Und das gibt's ja auch nur in der Switch-Version. Hat man mir zumindest gesagt. Bonuserfahrung.